Irgendwie muss ich gerade an Super Mario Land denken, ich weiß nicht warum. Boah, es ist voll am Laggen. Hallo. Wow, what war das denn? Humbaba. Wie du mitfiebern bist, ey, das ist unfassbar. Ich mach das gerne, ja. Das ist Immersion, ist das. Ich bin die Spielfigur. Jetzt spring ich hoch, jetzt schieße ich, weil. Also ich würde nicht gern Mega Man sein. Jedenfalls nicht, wenn ich ihn spiele. Ich verstehe immer Neger. Neger? Scheiße. Ja. Oh fuck. Ach, da oben war Aua. Oh. Und wieder von vorne, ne? Ja, war ja klar. Ja. Ready? Ready. No, I'm not ready. Das sieht aus wie so ein Pokéball irgendwie, das Ding. Mit Füßen. Mit einem Auge. Ja, ja, ah. So, ja. Das auch. Yeah. Sieht voll süß aus, wenn er fällt, so. Wenn er springt, so. Das sprattelt halt richtig rum, wie so eine Quaddel. Jetzt! Ja! Sehr gut. Oh, jetzt kommt der Arsch wieder. Pass auf. Pass Obacht. Ja, super. Ja, ja, nein, oh. Oh! Das war Glück. Ja, nee, aber warst schon, du warst schon gut an der Kante gestanden da. Das war schon nicht schlecht. Oh, oh, jetzt wird's eng. Oh, da, genau. Schöne blaue, da, Muni, Muni, Mann. Ja! Das kam ja wieder zu. Oh! Das ist aber auch schon fiesbärtig manchmal, du. Ah, das war knapp. Aber mit meiner Flackerschwanz habe ich mich noch durch den Strom gemacht. Ja, das finde ich immer so lustig. Wenn man dann einmal so verwundet ist und man schnell genug ist, kommt man noch woanders eigentlich dann besser durch sogar. Mhm. Was ironisch ist. Warum wirft denn der nicht mal nach unten? Ist der eine Schugge oder was? Der kann nur nach da werfen. Unfähig, ey. Einfach nur unfähig. So, jetzt nicht da zu hoch abspringen. Oh, gut. Das war jetzt scheiße. Das mit dem Timing, das ist aber schon. Oh, die Stelle ist aber auch schon. Hör mal. Oh, ne, Mama. Ja, nein! Nein! Scheiße. Wenigstens das sieht da unten irgendwie mit diesen Schluchten immer so aus, als wenn da vielleicht irgendwie so ein Secret wäre oder so. Habe ich immer so. Nee, da gibt's eigentlich keine Secrets bei dem Spiel. Ja. Wie kommt man da oben denn hin? Mit unserem Hund. Aha. Und dann digitiert der Hund zu einem Stahlträger, der nach oben aus dem Bildschirm verschwindet. So ähnlich. Siehst du? Nein, noch? Genau so. Siehst du noch, verfick was da gerade das Licht ausgegangen ist? Ja, ich sehe noch. Okay. Ich sehe alles. Ich hole alles. Ich hole einen. Jetzt sage ich euch nochmal, was für 100% gehört. Ja, ich hol alles. Was ist hier los? Ja, man kann es auch übertreiben. Song Nummer 2, ja. Wow. Ich musste gerade so ein bisschen, ich habe ja immer so komische Assoziationen, ich musste gerade an das Video zu Bring Me To Life von Evanescence denken. Da fällt die nämlich auch immer so runter. Stimmt. Kennst du das? Ja, aber ich mag das nicht. Ja, weil deine Frau singt, ja. Ich weiß. Haben wir ja gestern schon geklärt. Ich kenn dich. Ja. Ich könnte dein Bruder sein. Ja. Ja, pass mal Obacht hier, guck mal. Hier von Alex, ne? Die Schwester ist ja die Alina, bin ich sein Bruder. Ja, können wir ja mal machen. Genau. Auf jeden Fall, ich kann gerne euer Trauzeuge sein. Also wenn ihr mal heiratet, dann. Ich biete mich an. Also mit dem Christoph zusammen, da kriegen wir ihn. Fuck. Vor allem, was das Gute halt bei euch ist. Ihr wollt ja keine Kinder haben, das heißt, ich muss da kein Geld irgendwie schenken, wenn ihr Kinder kriegen solltet oder so. Genau, wir kriegen nur Kinder, damit wir Geld von ihr bekommen. Er verkauft die Kinder hinterher wieder, ja. Oder ihr kriegt die Kinder und dann erzieht ihr die so, dass sie euch quasi beim Zocken irgendwie so Essen und Trinken bringen oder sowas. Das wäre das Beste. Das wär das Beste oder so als Hocker irgendwie missbrauchen, so für die Beine. Als Wärmflasche kann man ja auch machen. Je nachdem, wenn die klein sind, dann. Was macht man denn hier am besten? Spielen. Echt?
Was ist denn, ja, aber die Teile da oben, die sind so fliegenden Ws, die waren aber vorhin nicht da, oder? Nee, es ist jetzt eine andere Stelle. Achso. Ja, ganz schön fies ist das denn. Kannst du denn nicht eventuell, wenn du einmal drauf warst und die gehen dann, sind oben und gehen dann wieder runter. In dem Moment, wo die wieder runtergehen, schon drauf springen, weil die gehen ja dann erst noch weiter runter und gehen dann erst später wieder hoch. Das verstehst du? Das Problem ist diese komischen Spratteldinger, die da sind. Die, ja. Wenn ich da halt rein springe, dann falle ich runter. Oh komm, Needleman. Was genau, was ist das denn für ein Kerl? Oh, der sieht auch cool aus. Needleman! Der Lidl-Man. Ist das nicht die Spermienwelt? Nee, doch nicht. Die Spermienwelt? Die ist nämlich möchte ich so gern schön. Sehen. Doch, die möchte ich sehen. Kann aber sein, dass wir die schon gemacht haben. Nein! Da siehst du ja im Let's Play. I want to see the sperm world. Ja, schön, wie er den Mund immer so aufreißt beim Springen und so. Mit wie viel FPS nimmst du das denn auf? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mit welchem Programm nimmst du das denn auf? Mit ULEED. ULEED. Kannst du das denn direkt über der Konsole aufnehmen oder brauchst du einen Emu dafür? Nee, ich nehme das direkt über die Konsole auf. Ach so, das geht? Mhm. Weißt du? Weil ich sag mal, beim Amiga und so, da geht das ja nicht so wirklich, ne? Ja, der NES, der hat ja normal Chinch-Anschlüsse. Da ist das ja stimmt, ja gut, da geht das. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem C64 oder so ist. Keine Ahnung. Der hat ja, glaube ich, Antennenanschluss, oder? Also Antennenkabel. Ja, eigentlich müsste er das haben, ne? Kann uns der Alex ja mal was zu schreiben, der guckt das ja auch bestimmt. Weil das ging. Liebe Grüße an den Alex. Ja. Und an alle anderen Leute, die das hier gucken. Nee, an die nicht. Sag mal, guckt denn der Dennis eigentlich deine Sachen? Beim Sport manchmal. Was? Ach, muss mal meinen Kopfhörer wieder machen. Das wäre ja eigentlich noch ein Platz für die Besucher. Genau, ich setze mich auf das Fahrrad dann drauf. Das können wir eigentlich machen. Ist da unten irgendwas drunter unter dem Podest, wo du gerade drauf bist? Sieht so komisch aus. Irgendwie. Du siehst ja links auf der Seite auf diesem kleinen, auf dem schwebenden Ding da, da ist so ein Helmchen drauf. Ja. Und ich schätze mal, dass das unter mir, dieses Helmchen nur in groß ist. Ah, ja, könnte sein. Dass dieser blaue Knopf, der da ist, eigentlich das Plus, was die auf dem Helm haben. Schätze ich mal. Gewagte Theorie, aber es könnte sein. Müsste man mal wissenschaftlich erörtern. Oh, ein Hubschrappschrapp. Ein Heli wollte ich gerade sagen, eine Libelle. Ein Heli. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Helikopter und Hubschrauber? Nö. Ne? Du? Ich verwechsel das, ja, es gibt, also eins davon kann auf der Stelle fliegen, glaube ich. Die können auch beide auf der Stelle fliegen. Nee, glaub nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied. Irgendwie so war das. Ach. Das sah süß aus. Wie so kleine Kinder auf so einem zugefrorenen See, die irgendwie nicht mehr aufstehen können, weil sie ausgerutscht sind, so die rumspratteln. Rumspratteln, ganz richtig. Und wo sich die Eltern dann nicht aufs Eis rauftrauen, weil die selber nicht umfallen wollen. Und dann rutschen die Kinder einfach mal 10 Minuten hin und her. Und spratteln wie so eine Qualle. Ja, doch. Ich brauche Energie. Doch. Oh nein, das wird jetzt kacke. Oh, Julle, tu mir das nicht an. Du bist gleich K.O. Ja, ich muss ihn hier, den brauche ich jetzt. Take the dog? Was kann denn der Hund so? Oder ist er nur so ein Sprungpodest? Der kann. Wir können bei dem springen, wir können. Ich weiß nicht, ob das in dem Teil schon ist. Wir können mit dem. Nee, das ist in dem Teil noch nicht. Eine Plattform macht er noch. Aha. So spürges halt. Ja, was man so als Hund machen sollte, ja, für genau. Seinen Besitzer. Draufspringen. Ein Trampolin-Podest irgendwie so. Und wie man es halt kennt, nein. Ne? Doch. Oh, ich habe die Energie noch bekommen. Ja. Weil ich an dich geglaubt habe. Oh, der hat leider nichts fallen lassen. Hätte er mal geriestert, dann wäre das nicht passiert. Oh nö. Riester-Rente. Was ist er denn für einer?
dummer Wichser ist das. Oh. Meine Güte. Oh, ey, wir haben noch zwei Leben. Und wir haben einen Energietank. Okay. Das heißt, wir können einmal komplett unsere Energie auffüllen. Das klingt gut. So, was war das jetzt? Needleman, ne? Das ist jetzt Needleman, glaube ich, ja. Mach mal Magnet. Also, den Magnet Man. Ui. Boah, der ist aber schnell, oder? Und ich bin tot. Das ist ja gut, war jetzt nicht so gut. Aber Magnet Man bringt bei dem nichts. Wobei, wenn der, je nachdem, was der für Needles halt wirft, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wenn die so aus Metall sind oder was, müsste Magnet Man ja eigentlich was bringen. Eigentlich schon, aber ich nehme mal Hard Man. So, Hauptsache Man. Man. Gibt's da auch den MAN Man, also so einen Lastwagen irgendwie, so der, finde ich cool. Der den einfach so tot fährt. So ganz stumpf einfach mal. Und so hupt dabei. So, man, man. Ich will doch nur drunter durch. Der ist aber auch alter. Du neuer, ey. Ich krieg den damit nicht. Nee, Top Man ist kacke. Was nimmt man denn da am besten? Ich hab noch Snake Man. Ja, das Problem bei dem ist, der steht ja nicht lange auf der Erde, ne? Der ist ja immer. Ja, oh, haha. Ja, aber haha. Das ist ja auch, ey. Eine Scheiße, so ein Megalit, ne? Jo. Ah, da muss ich den wohl normal kaputt machen. Und dann hoffen, dass ich dann rechtzeitig meinen Energietank benutze. Ich drück dir die Daumen. Ja, ich hab kein Leben mehr. Wirf es nicht weg, Lule. Bitte bleib unter uns. Ja, gut. Ja, genau. Der hat aber auch so. Boah. Also der ist echt nicht ohne, finde ich. Ja, der ist voll übertrieben am Rumspringen, der Wichser. Ja, vor allem diese Schusswinkel, wie die sich einfach mal krass ändern im Millisekundentakt, das ist übel. Wow, das war gut. Ey, wie schnell der reagiert auf deine Bewegung, ey, das ist ja übel. Oh, fuck, Energietank benutzen. Boah. Falsche Richtung geschossen. Falscher Weg. Ja. Vielleicht musst du da manchmal echt mehr so sliden über den Boden. Dass du da noch schneller ausweichst, aber ich hab keine Ahnung. Ja, gerade hat er aber gut was abgekriegt. Das könntest du noch schaffen, ich drück die Daumen. Oh, das wird eng. Nein! Gleichstand, das war gerade Gleichstand! Scheiße! Oh, ihr hattet gerade so einen Gleichstand. Für eine Millisekunde. Oh, den mache ich jetzt aber nochmal. Ja. Den kriege ich hin. Und vielleicht kriege ich da mit dem Needleman auch die anderen hin. Ah, das war echt ein guter Versuch, muss ich sagen. Hast du Gott, ey, meine Pumpe, ne? Boah, ich fieber richtig mit hier immer, weil das ist schon. Das ist schön, ist der Türmer. Kann Alex wieder was draus zusammenschneiden? Ja, aber wir reden ja nicht so Zeug. Wir sind ja nur am Rumstöhnen. Sitzt man bei dir dann auch auf dem Bett, wenn man kommt? Also ich habe eine Couch und ein Bett, aber wahrscheinlich ist es dann das Bett, ja. Okay. Ja. There is something you can sammle ein. Ja, aber das will ich nicht, das brauche ich nicht. Gut. Mach auf! Muck it auf! Wie diese kleinen Helmdinger heißen die überhaupt. Überhaupt, nicht überhaupt. Wie heißt das Wort? Ü-Eier. Ü-8, Ü-30. Allerdings, nee. Keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein. Mit Ü? Weiß ich nicht. Die heißen irgendwas mit Ü. Meinst du? Was gibt's denn für Wörter? Bauarbeiter einfach nur.
Nee. Doch? What? Ich, Ü-Eier? Alter, nee. Auf jeden Fall heißen die Dinger Me-Tools. Mir fällt dieses Wort nicht ein, was ich noch davor sagen wollte. Und das Wort beginnt mit Ü. Weiß ich nicht. Ja, hast du eben Ü gesagt, oder? Ja, das heißt aber nichts. Mach mich doch nicht so wirsch. Keine Ahnung, vergiss es einfach. Das passiert bei mir öfters. Das ist jetzt schon in meinem Kopf drin. Ich muss jetzt drüber nachdenken. Ich kann das nicht mehr stoppen. Wenn ich am 20. beim Dönes sitze, ne, da fällt mir das auf einmal ein, wetten. Hm. So. Dann denke ich wieder dran, dann sagt sie hier, Überspannungsmechatroniker, das meinte sie. So. Ja. Ich weiß nicht, überhaupt, gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber scheiß drauf. Da lege ich eine Wurst drauf, ist mir nicht egal. Nein. Doch. Gut, das war jetzt ein bisschen sehr fail, ehrlich gesagt. Nicht von Anfang an. Oh, dankeschön. Nee. Ich bin immer noch im Überlegen, wie das Kackwort heißt.